Schönen guten Morgen hier aus diesem wunderschönen Tal unterhalb vom Col du Galibier. Ja, der Galibier, einer der höchsten Pässe, ich glaube der zweit- oder dritthöchste in Frankreich, den werden wir heute erstürmen. Dann geht es weiter Richtung Nordosten. Ich habe hier in dem Tal kein Internet, kein Handyempfang. Drum müssen wir dann nachher mal sehen, wo wir heute Nachmittag bleiben. Aber es gibt hier in den französischen Alpen ja wirklich viele Möglichkeiten für Camper. Es herrscht absolut kein Mangel. Wir sind ja hier auf ca. 1650 Meter hier unten im Talboden und dementsprechend war es dann auch schon ganz schön frisch heute Nacht, weil auch die Berge hinten im Tal noch schneebedeckt sind. Heute Morgen waren 7 Grad. Die Sonne weiß aber, das gut zu bekämpfen, diese Kälte. Also hier draußen sitze ich jetzt um 8:30 wirklich gut. Mit uns stehen hier auch viele andere Camper. Viele davon sind auch irgendwie selbst ausgebaute Busse oder kompakte Wagen, Hochdachkombis und so. Ja. Und so bleibt es auch nicht aus, dass die Leute dann halt morgens oder abends im Wald verschwinden. Wir sind jetzt gestern Abend da so ein bisschen in das Tal hintergelaufen. Aber den Wald auf der anderen Seite, den haben wir tunlichst gemieden. Ihr könnt euch vorstellen, warum. Ja, so viel mal zu diesem Thema. Und was gibt es sonst noch? Ja, wir gehen jetzt mal duschen. Heißwasser ist angeheizt. Und dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen einen Spaziergang machen hier. Mal auf die andere Seite vom Fluss vielleicht noch laufen. Und nachher geht es dann den Pass hoch, den Galibier. Das wird sicher auch wieder großartig. Ja, und die Emmy, die vergnügt sich hier mit irgendwelchen Steinen und Hölzern am Fluss. Ja, jetzt geht's mal den Galibier hoch und dann nehme ich euch mit der 360-Kamera mal mit über diesen recht hohen Pass. Wir erreichen den Col du Lautaret und hier geht es dann jetzt links ab zum Galibier hoch. Galibier auch ein Scheiteltunnel, der ist nicht erlaubt für Wohnwagen, warum auch immer. Und der Pass ist, wie
ihr seht, für 3,5 Tonnen maximal zugelassen. Schon was los hier am Galibier. 2642 Meter stand dran an der Tafel. Zum Fahren ein bisschen eine Plage mit den vielen Radfahrern, aber die haben natürlich genauso die Berechtigung wie wir. Aber man kommt halt nicht so gut voran, aber macht nichts, macht trotzdem Spaß. Die Landschaft grandios. Ja, Emmy, bringst du uns jetzt den Pass runter? Hä? Machst du das? Jo. Wir haben den ersten Ort erreicht auf der Nordseite vom Galibier. Schöner Pass, macht wirklich Spaß. Ja, vielleicht in der Nebensaison ein bisschen weniger los als heute, aber die Landschaft entschädigt für diese viele Überholerei von den Radfahrern. Ja, die wollen auch ihren Spaß haben, kann man absolut verstehen. Jetzt geht es hier noch ein ganzes Stück runter. Nachher fahren wir in Richtung Col du Montseny. Das geht dann ein bisschen Richtung Italien, aber wir fahren nicht nach Italien rein. Dort hat es einen relativ großen See mit
auch höchstwahrscheinlich relativ guten Möglichkeiten zum Stehen. Was noch zwischendrin irgendwann kommen muss, ist mal eine Entsorgung vom Oski. Ja, wir haben Hochsaison, da sieht man den Orten irgendwie auch an. Es wuselt nur so. Unterhalb vom Mont-Cenis, eine Gegend wie in der Schweiz am Gotthard. Landstraße, Eisenbahn, Autobahn, alles in einem engen Tal drin. Ja, ist hier unten nicht sehr touristisch, weil ich glaube, da fühlt man sich dann doch nicht ganz so wohl. Jede Menge technische Infrastruktur, Kraftwerke noch. Ja. Gibt sicher eine schönere Strecke durch die Alpen als diese hier. Aber nachher wird es dann wieder definitiv besser. Mit Namen Ossoir haben wir jetzt ver- und entsorgt. Schöne Station. Nimmt Euro-Münzen, Frischwasser 2 Euro für 100 Liter und nicht irgendwelche Jetons. Das ist ganz praktisch. Ansonsten so eine dieser französischen Standardversorgungssäulen. Das passt. Ist hier im Ort vor dem örtlichen Gemeindecampingplatz. Park for Night gibt es hier relativ viele schöne Plätzchen an diesem See. Man hat es aber eingeschränkt. Von Mitte Juni bis Mitte September kann man nicht durchfahren und man darf eigentlich auch an vielen Stellen gar nicht übernachten, campieren. Ja, die sind da rot eingezeichnet. Dummerweise kriege ich den ganzen Tag noch kein Internet rein, so dass die Suche nach einem Platz nicht ganz einfach ist. Also ein schönes Eckchen ist das hier und die Stellplätze, die werden eigentlich alle so da drüben in dem Bereich. Auf der anderen Seite könnte man sicherlich auch irgendwo in der Halteburg stehen, aber das ist die Verbindungsstraße zwischen Frankreich und Italien hier und ziemlich viel Verkehr. Das tun wir uns, glaube ich, nicht an. Also fahren wir höchstwahrscheinlich mal noch ein Stückchen weiter zum Col d'Isaron. Dort gibt es dann auch noch ein Seitental, habe ich gesehen. Da kann man vielleicht auch irgendwo mal stehen. Jo, was es auf jeden Fall gibt hier, sind Murmeltiere. Die pfeifen gelegentlich mal. Also jetzt fahren wir nochmal 27 Kilometer in ein Bergtal rein. Dort gibt es mehrere Möglichkeiten entlang von einem Flüsschen. Kennen wir doch schon, aber natürlich jetzt wieder ganz anders.
how we end up. Shades of blue and gray. I feel just like an empty bottle. My dreams are on delay. I just wanna climb on top of a hill and throw it all away, away. Far away before my mind spins off and I am all derailed, derailed. Just geschafft. Wieder mal ein schönes Fleckchen gefunden. Hier ganz in der Nähe vom Col d'Isere, quasi am Fuß des Passes, in einem Seitental mit Gletscherblick. Und wir freuen uns über einen Bach und jede Menge umherliegendes Holz, das wir vielleicht heute Abend dann noch entsprechend verwenden werden. Kann man machen, denke ich. Auf Vincennières. Hat nichts mit Wein zu tun. Kleines Bergdorf, das ziemlich verlassen aussieht, aber echt putzig. Die Häuser. Sehr urtümlich alles. Ja, ich glaube, das ist nicht das ganze Jahr bewohnt. Es wird mehr so im Sommer noch bewirtschaftet sein hier. Ja, die da oben. Auf dem Wanderweg hier hinter ins Tal wird vor Eisschlag gewarnt. Was auch nicht verwundert. Boah, wenn da oben was abbricht. Über 3000 Meter dort oben. Ja, und hier haben wir noch 1800, dann hat das schön Zeit zum Beschleunigen darunter und zum sich zerfetzen natürlich auch. Ja, das Tal hier. Wie heißt es da? Vallée de la Lombard, möglicherweise. Der Fluss hier heißt jedenfalls Averol. Das wäre ein schönes Tal zum Wandern. Ja, die Emmy müsste einfach noch ein bisschen größer sein. Sonst überlasten wir sie und machen ihre Gelenke kaputt. Das wollen wir auch nicht. Also müssen wir nächstes Jahr nochmal herkommen. Dann können wir richtig wandern mit ihr. Oder mit dem Rad, mit dem Mountainbike dort hoch. Oh, jetzt um 8:30 zieht da ein Gewitter auf. Aber ich glaube, das geht ziemlich an uns vorbei. Jui.
Vielleicht kriege ich ja noch einen Blitz drauf.